Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind, und immer noch im Winter, aber am vierten Tag. Also das bedeutet noch zwei Tage Winter und dann geht's in den Frühling hinein. Wir müssen hier noch mal ein paar Schweine verkaufen. Noch ältere 09, aber das bestätigen. Ja, wie gesagt, ich habe die Nacht oder den Tag dann vorgespult bis jetzt und habe zwischendurch die Tiere versorgt, was ja eigentlich unsere Hauptmerkmal ist, wenn wir spulen. Der Schlachter habe ich schon wieder ein bisschen voll gemacht mit Schwein. Deswegen müssen wir die Tiere jetzt verkaufen. Da musste dann in der Nacht auch Paletten und Kartons hin. Ja, mit dem habe ich ein bisschen Futter gefahren, hier für die Schweine. Mit ihm hier habe ich Mist von den Schweinen weggefahren, habe Mischfutter geholt, weil wir bei den Kühen nicht mehr hatten und auch die Mischfutter hier an der Fabrik war dann auf einmal auch leer. Die habe ich wieder so voll gemacht, dass sie produzieren kann. Hier haben wir Diesel hingeliefert. Ich werde ihn mal zurückschicken, weil wir dann vielleicht auch mal schauen, was bei der Dieselproduktion, nicht Diesel, Holzfällerproduktion los ist. Diesel ist hier oben bei Ausgang. Weil da hatten wir ja auch noch jede Menge. Aber ist ja eigentlich egal, wo wir hinschauen. Die könnten nämlich auch Diesel vertragen. Und die haben schon wieder 20 Paletten produziert. Da können wir also auch jeweils was vorbeischicken. So, apropos Dieselherstellung. Was haben wir denn hier noch an Diesel? Nur noch 80.000. Da können wir doch hier ein bisschen Raps hinliefern. Müssten wir noch haben. So, dann schauen wir hier mal bei der Brauerei. Da müsste der Hopfen ausgegangen sein. Haben wir ja nichts mehr. Ja, genau, Hopfen ist aus. Noch 10 Paletten. Ich hatte ja auch mal beim Global Market geschaut, aber Hopfen wird da kaum verkauft. Und hier sind auch noch mal 10 Paletten. Könnten wir noch jeweils 8 holen. Aber das macht ja jetzt nicht so wirklich Sinn. Wir können hier verkaufen. Bestätigen. Fahren wir wieder zurück. Bisschen Rübenschnitzel habe ich auch verkauft die Nacht. Du, zu dir wollte ich. Du fährst nämlich jetzt mal zum Hauptlagerausgang. Da kannst du nämlich schon mal hin, ne? Da sollst du nicht hin. So, Hauptlager. Du sollst Raps
und sollst die zur Dieselproduktion bringen. Mach mal drei Lieferungen. Ich weiß gar nicht, was wir hier noch an Raps haben. Sojabohnen haben wir 200.000, also so viel haben wir nicht mehr. Sojabohnen haben wir natürlich noch ein bisschen. Da haben wir ja Feld 66 mit voll gehabt. Dann nehmen wir den mal raus. Öffnen mal die Klappe und gucken, dass wir den hier so ranfahren, dass wir sofort aufladen können. Da ist er. Und dann fahr doch mal die Holzfäller ab. Erstmal eins. Hier wollte ich meine, hier hätte ich noch eine Ladung Heupellets. Die können wir mal abholen. 16 Paletten. Habe ich nicht gerade 16 Paletten? Aber ich habe wahrscheinlich die anderen rausgeholt, ne? Gut, fahren wir die erstmal zu. Oder die verkaufen wir, genau. Ich glaube nämlich, dass wir genügend Strohpellets. Ne, Strohpellets ja nicht. Also wir haben jetzt Heupellets, Strohpellets und nur Pellets. So. Strohpellets haben wir nicht viel, weil wir keinen Stroh mehr hatten. Da habe ich die falsche Sorte rausgepackt. Aber können wir mal eben schauen. Können wir noch einen kleinen Verkauf starten? Rübenschnitzel. Wo sind die Pellets? Waren die hinten jetzt neuerdings? Doch, hier waren sie ja. Bahnhof. Beim Bahnhof. Gut. Dann mach mal Klappe zu. Verkaufspunkt. Bahnhof, da ist er. Hier sollten wir noch eine Ladung ältere Tiere rausholen, damit wir da Ruhe haben. Und die ersten Nachwuchs bei den Kühen gab es auch. Ist auch ein Tier dazugekommen. Wir nehmen mal hier die Achter Tiere. 08er. Und nochmal zum Viehhändler. So, wollen wir hier mal Diesel anliefern?
Weiß gar nicht, wie viel da reinpassen. War ja noch ein bisschen was drin. Diesel 25.000. Ja, dann dürfte das passen. Ansonsten müssen wir uns Diesel halt auch mal kaufen. Ist ja auch kein Ding. Ist vielleicht günstiger, als wenn wir das... Ne, wir müssen erst zur Dieselproduktion. Hofgang zu. Ausgang. Das war drin. Ja, passt doch, genau. Und wieder 200.000. Ich glaube, das Sägewerk hat die letzten noch niemals verarbeitet. Schauen wir mal. Gehen wir mal hier hin. Ist so still. Paletten sind voll, was wird noch produziert, aber Bretterpaletten. Dann lass mal ruhig mal produzieren. Dann kriegen wir auch Hackschnitzel. Hackschnitzel sind auch wieder fast zwei Ladungen da. So, die nächste Ladung Schweine für den Viehhändler. Ja gut, waren nicht ganz 13.000. Waren ja jüngere Tiere. Und schon haben wir fast wieder 500.000. Und wir haben ja so eine Menge am zum Verkaufen. Komm, mach Deckel auf, sonst wird da gar nichts eingefüllt. Und zum Holzfäller 2. Aber der produziert auch wieder Kompost. Und hier können wir eine Ladung Pellets verkaufen. Fahr dann wieder zurück. Oh, die 500.000 haben wir gerissen. Und Autodrive kommt eigentlich hier so mit dem Schnee, mit der Höhe, richtig gut hin. Also muss ich schon sagen, die rutschen zwar ab und zu, aber nicht so schlimm, dass sie ganz vom Kurs abkommen. Also so mit der Höhe kommt Autodrive noch sehr gut zurecht. Rinder, wir könnten noch Rinder holen, auch zum Schlachter bringen. Aber da würde ich gern noch warten, da sind fast noch 400.000 da. So, Zellstoff. Da ist auf jeden Fall... Weiß nicht, ob noch produziert wird. Nein, weil keine Hackschnitzel mehr da sind. Aber wir haben 400.000 Kartons, 280.000 Klopapier und 350
Kartons, ne, Papier, Karton 400 und Klopapier 280. Da können wir auch ein bisschen verkaufen oder auch abliefern. Habe ich alle drei, vier LKWs habe ich im Einsatz, ne? Du fährst momentan nicht, aber dich brauche ich immer wieder. Ich will mal zur BGA. Nee, ich will nicht in einen Gegenstand, ich will den Punkt. So, hier steht nämlich noch ein LKW. Mit dem werden wir auch mal wieder Milch fahren. Wusste ich doch, dass wir einen noch hatten. So, du fährst mal so. Wir fangen mal bei den Rinderställen an. Milchausgang 1. Du holst Milch. Fahr schon mal los. Ja. Du sollst losfahren, nicht noch einen Kreis. Und bitte zur Molkerei. Oh, er kommt jetzt zum Holzfäller 2. Und die Bäume sind wieder gewachsen. Also die sind jetzt auf Stufe 3. Also bisher wachsen sie noch. Also eigentlich habe ich sie zu dicht abgestellt, aber so können wir schauen. Zu dicht, aber sie sind gewachsen. Hier sind fast 22 Paletten. Bei Gelegenheit hier auch mal Paletten hinbringen, aber 10.000 haben wir noch. Dann kannst du eigentlich wieder zurück. Auch passt doch hier genauso. So, jetzt wollen wir aber die andere Sorte mal rausholen. Heupellets. So, da sind sie raus. Und die werden im Zentrallager einsortiert. So, die drei noch.
So, Zentrallager. Werkstoffe Eingang, genau. Und dann habe ich hier die Pelletsfabrik am Laufen gehalten, weil im Prinzip können wir die Halle hier auch wieder verkaufen. Sind hier, ach nee, ist noch nicht fertig. Paletten sollen ja hier. Gucken, ist da noch was drin? Nee, im Bunker ist nichts mehr. Hier in den Fächern auch nicht mehr. Wir haben hier noch eine Palette Melasse oder was das ist. Ja, Melasse. Können wir nämlich die Halle verkaufen. Die bringt uns auch noch ein bisschen Geld. Weiß ich gar nicht, was Verkauf, Garage. Oh, da müssen wir jetzt ziemlich weit zurückgehen. Na, 100, 190.000 bringt die noch. Da haben wir ja schon genügend Geld für ein neues Feld. 700.000. Gucken, dass hier die letzten Paletten rauskommen. Bringen ja schließlich auch noch alles gutes Geld. Der LKW steht auch schon da, wartet. Du kannst auch erstmal weggestellt werden. Bist du jetzt fertig? Ach, der ist zur Dieselproduktion. Wir haben immer noch den Anhänger da vorne stehen. Da haben wir ja Palettierer leer, Palettierung gestoppt. Gut. Können wir dich auch mal eben sauber machen? Und dann stellen wir dich auch erstmal weg. Reparieren. Kannst du auch weggestellt werden?
Was da an der Stelle der Halle hinkommt, muss ich mir noch mal überlegen. Man könnte ja so eine leere Halle hinstellen. Dann hätte man quasi den Platz wieder 1:1 sauber. So, du musst noch tanken, genau. Dauert einen Moment, dann machen wir mal aus. So, dann haben wir hier die ersten Heupellets auf Lager. Strohpellets hatte ich letztens schon ein paar Paletten mitgebracht, aber das war nicht viel. Lederpaletten. Leder kommen auch demnächst rein. Ich habe bei der Schlachterei gesehen, dass wir fast achtzigtausend haben. Das wäre ja dann 78.900. Große Nachfrage bei Aldi. Da bin ich mal gespannt. Aldi, Aldi, Aldi. Wo ist Aldi? Aldi hier. Was hast du zum... Hier? Gemüsesuppen. Klar, klar. Wer hat jetzt schon Gemüsesuppe? Ich habe keinen. Ja, aber wieder das, was wir nicht haben. Viele Sachen haben wir auf Lager auch und werden produziert, aber gerade die Gemüsesuppe kommt als große Nachfrage, weil ich die nicht habe. Du bist fertig, dann könntest du zum Sägewerk fahren und da Hackschnitzel nochmal für die Zellstofffabrik abholen. Ausgang. Hackschnitzel und zur Zellstofffabrik. Aber wir sollten mal schauen. Wir hatten nämlich den den. Was ja, ihn hier. Er scheint gerade. Kann ich aber nicht einsteigen. Die Sperre nicht rausgenommen. Aber der scheint erfolgreich eine Ladung bei der Molkerei abgeliefert zu haben. Genau. Dann fahren wir die Kurve. Dann nehmen wir dich mal kurz raus, entsperren dich und schalten dich wieder an. Dann können wir bei der Molkerei mal vorbeischauen. Da. Oh, Papier fehlt. Daran liegt's. Oh, wir haben ja einen LKW. Haben wir den nicht bei der
im Zentrallager noch stehen. Dann können wir den ja beauftragen, du fährst erstmal zum Holzfäller 3, dann haben wir die Holzfäller nämlich alle versorgt mit Diesel. Ja, da ist er doch. Da brauchen wir ja doch nur dann nehmen wir mal 10 Papier. Können wir doch alles schön hier Papier. 10 Paletten. Und 6 Paletten Leere. Ja, so, da haben wir eine volle Ladung, die zur Molkerei muss. Dann kann die weiter produzieren. Die eine kommt noch mit, die andere auch und du auch. Gut. Dann ab zur Molkerei. Molkerei. Eingang. Ich glaube, die kommen nicht alle dahin, aber dann können wir die Papier schon mal da abliefern. Und dann fahren wir eben drum um für die Europaletten. So, und er hat hier schon wieder die nächste Ladung Milch für die Molkerei geholt. Ja, liebe Leute, das war's für diese Folge mal wieder. Ich werde wieder einen Tag weiterspringen und werde euch dann wieder informieren, damit der Winter hier schnell vorbeigeht. Wir haben ja keine Bäume zum Roden. Also können wir da auch ein bisschen schneller durchgehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.